Sehr geehrte Abgeordnete, liebe Samariterinnen und Samariter, wir blicken auf ein bewegtes Jahr zurück. Auf ein Jahr, das geprägt ist von den Auswirkungen des Coronavirus. Ein Jahr, das uns alle als Individuen, als Organisation und auch als Gesellschaft eben unwiderruflich geprägt und die Welt auch verändert hat. Auch wir müssen uns verändern und uns den neuen Gegebenheiten immer wieder anpassen. Wege entstehen, indem man sie geht. Das pflegte Franz Kafka zu sagen und ich schließe mich heute seinem Zitat an. Es werden neue Wege entstehen, zweifellos bei der Umsetzung der Strategien von SRK und SSB. Doch lassen Sie mich zunächst Ihnen allen danken für das, was Sie in der Vergangenheit geleistet haben. Ich möchte Ihnen, meine Damen und Herren, herzlich danken für Ihre Arbeit und für Ihr Engagement in diesen denkwürdigen, langen Monaten der Pandemie. Insbesondere für Ihren Einsatz als Samariterin und als Samariter. Diese Ausnahmesituation hat einmal mehr gezeigt, wie wichtig und wie unersetzlich die Fähigkeiten und das Wissen in diesem Bereich sind. Wir alle gehören ein und demselben Schweizerischen Roten Kreuz an. In diesem Jahr haben wir unsere Beziehungen noch zusätzlich vertieft. Mit dem Aufbau und dem Betrieb des Testzentrums in Bern haben wir unsere gemeinsame Stärke bewiesen. Wir haben gezeigt, wie notwendig und auch wie nützlich eben diese Beziehungen für die Erreichung unserer gemeinsamen Ziele für das Wohlergehen der Verletzlichen sind. Das macht uns noch stärker für die Zukunft. Die vertiefte und enger verknüpfte Zusammenarbeit eröffnet neue Perspektiven und auch neue Wege werden entstehen. Neue Wege werden insbesondere auch durch die Umsetzung der Strategien von SSB und SRK eröffnet. In beiden Strategien stehen die Stärkung und der Ausbau der Zusammenarbeit im Fokus. Im Fokus, um vorhandenes Potenzial noch besser auszuschöpfen und Synergien im Sinne der Zielgruppen eben möglichst effizient einzusetzen. Diese Ziele sind hochgesteckt, ich weiß es, und deren Erreichung wird von uns allen viel Ausdauer erfordern. Ich wünsche mir dabei, dass wir als Schweizerisches Rotes Kreuz diese Umsetzung gemeinsam angehen. Jeder in seinem Bereich, aber eben immer im Wissen, dass wir zur gleichen Familie gehören und voneinander viel lernen und uns gegenseitig unterstützen und stärken können. So können wir gegenseitig voneinander lernen und werden noch besser in dem, was wir tun. So können wir der Bevölkerung und den Menschen, die uns brauchen, den größten Mehrwert entgegenbringen. Lassen Sie uns diese Herausforderungen anpacken. Unkonventionelle Zeiten erfordern auch unkonventionelle Ideen und Lösungen. Ich erhoffe mir den Mut, auch holprige Strecken mit neuen Ideen zu überwinden und damit den Weg für die Herausforderung der Zukunft eben, die Zukunft der Samariterinnen und Samariter zu ebnen. Für heute wünsche ich Ihnen eine angeregte Versammlung, einen angeregten Austausch und einen sehr erfolgreichen Tag.